Guten Morgen, meine Lieben, bei Freyas Orakel und Wegweiser. Ja, willkommen hier wieder bei meinem Tagesorakel am 30.12.2022. Jetzt geht's langsam hier zum neuen Jahr zu und wir wollen heute mal schauen, was uns denn heute am 30. erwartet. Bedenkt bitte, es ist eine Kollektivlegung, kann nicht mit jedem in Resonanz gehen, aber einige Teile können hier stimmen, auch Impulse für dich, die du natürlich auch für den heutigen Tag hier mitnehmen kannst. Ja, ich bedanke mich wie immer für eure lieben Kommentare, für eure Likes und eure lieben Abos. Ja, und somit wollen wir jetzt mal schauen, was uns erwartet heute hier das Kollektiv. Und da geht es heute hier um die Otala. Und zwar kannst du dich entweder an etwas binden, es geht also entweder darum, sich an etwas zu binden, oder es geht darum, sich von etwas heute hier nochmal zu befreien. Ja? Ich schaue nochmal hier aufs untere Kartendeck und das ist noch das große Geheimnis. Also das möchte heute nicht verraten werden. Also heute könnte irgendwas Unbegreifliches auf dich zukommen, was wie so ein Geheimnis wirkt. Und ja, da bist du selber dann dafür aufgerufen, ob du dich daran bindest oder ob du dich davon lösen möchtest. Okay, es geht weiter mit dem Licht und Schatten darum. Meine verwendeten Kartendecks findet ihr auch unten in der Infobox. Und wir haben heute schon wieder, ich glaube, den dritten Tag am Stück, hier die 7 der Kelche, wo es immer noch darum geht, heute sich etwas auszusuchen von allem. Also, du kannst heute wieder frei entscheiden an diesem Tag, was du oder wie du dich gerne entscheiden würdest und was du gern machen würdest. Also heute ist der freie Wille hier sehr, sehr stark zu sehen, ja, mal wieder. Okay, schauen wir mal hier an den anderen Energien. Ja, und zwar könnte es sein, dass du dich heute irgendwie an den ruhigen Ort erstmal zurückziehst und über eine Sache, über eine Situation oder vielleicht auch über dein Leben erstmal nachdenkst. Ja, und dabei könnte hier eins passieren, dass du in eine höhere Bewusstseinsebene kommst, ja, dass du vielleicht auch Kontakt hier mit deinem höheren Selbst aufnimmst. Also entweder kommt heute so ein spirituelles Erwachen oder irgendeine Erlösung von etwas, ja, wovon du lange so gedacht hast, dass es überhaupt nicht klappen würde, oder auch hier eine Offenbarung, ja, vielleicht auch deiner eigenen Essenz oder deiner Herzensgefühle, ja. Und es geht aber auch darum, dass du dich heute an diesem Tag so zeigst, wie du auch wirklich bist, ja. Das soll man ja auch immer machen, sich authentisch zeigen. Aber heute kann etwas passieren, was dich so, ja, zu einer Selbsterkenntnis auch bringen tut. Dann haben wir hier die Königin der Schwerter. Entweder bekommst du es heute zu tun mit einer Königin der Schwerter. Das könnte natürlich auch ein Mann sein, der so ist, der so drauf ist, ja. Oder du bist diese Königin der Schwerter, die heute hier endlich Klarheit in einer Sache gewinnt, ja. Klarheit in ihrem Leben, bereit auch zu kämpfen, bereit für sich einzustehen. Ja, das sind so die Energien, die uns heute hier erwarten an diesem Tag. Und das wird auch erfolgreich. Also heute könnte wirklich eine Sache auf dich zukommen hier, wo du so ein bisschen, ja, dich zurückziehst, einfach mal so in die Ruhe selbst gehst, überlegst, was soll ich da machen? Und dann kommst du zu dieser Erlösung, ja, zu dieser Offenbarung. Und dann gehst du hier schnurstracks so in die, mit der Klarheit dann raus, ja. Das könnte sein, dass du heute irgendwo einen Auftritt hast, dass du vor einer großen Menge vielleicht Publikum sprechen musst, könnte aber auch online sein, ja. Oder die Karte bedeutet heute generell, dass du Erfolg haben wirst, ja, wenn du das heute hier so machst. Ja, wenn du dich zurückziehst und einfach mal wirklich hier mit deinem höheren Selbst Kontakt aufnimmst. So, was haben wir hier mit dem Lennemoor noch in der Tiefe heute? Und da geht es um Klarheit und Wunscherfüllung in einer Sache. Ja, das könnten deine eigenen Verstrickungen sein oder eine andere Person, die nicht so, ja, die so ein bisschen falsch ist, die so ein bisschen auch Lügen tut, die hier Masken aufsetzt, ja. Also darum könnte es im Generellen hiermit gehen und aufgrund dessen hat man sich hier zurückgezogen. Also Klarheit möchtest du oder die Wunscherfüllung heute. Ja,
Und da geht es nochmal um das Zuhause, ja. Das Haus, das ist eher so das wohlig-warme, wo man gerne ist, wo man sich zu Hause fühlt. Und da gab es irgendwie eine Enttäuschung oder eine Lüge zu Hause, weil der Fuchs zeigte direkt auf das Zuhause. Vielleicht hat dich da jemand getäuscht, vielleicht kam jemand zu dir nach Hause und hat dich in irgendeiner Hinsicht belogen oder auch enttäuscht. Vielleicht war auch eine Enttäuschung mit der Familie, mit dem Partner, wie auch immer. Und da soll man sich heute hier wieder begegnen, ja. Also heute könnte aber auch eine Begegnung auf dich zukommen, wo man dich täuschen oder belügen möchte, ja. Was mit dem Zuhause zu tun hat. Entweder kommt jemand oder in der Familie ist irgendwas, ja. Und ja, hier könnte es auch noch mal darum gehen, dass hier, also entweder kommt heute jemand nach Hause zu dir, ja, dem du begegnest, der nicht ganz ehrlich ist, da sollst du ein bisschen aufpassen. Wenn da jemand kommt zu dir, dann sollst du da dem gleichen Ende setzen. Ja, also wenn du diese Person vielleicht nicht kennst und wenn es jetzt jemand aus der Familie ist, selbst da sollst du das beenden und klarstellen. Ja, du bist jetzt erstmal vorgewarnt, dass heute dich irgendjemand dir täuschen oder belügen könnte. Ja, bei dieser Kartenlegung. Und hier geht es, wie gesagt, Klarheit. Du brauchst Klarheit. Vielleicht hat man dich aber auch belogen oder enttäuscht hier, ja, im Zuhause. Und du begegnest heute hier wieder, solltest eigentlich vielleicht eine Begegnung haben und diese fällt vielleicht auch aus, ja. Also wenn du vielleicht so eine Verabredung heute mit jemandem hattest, der hier zu dir nach Hause kommen sollte, ja, dann wird das heute hier eher nichts. Das wird auch nochmal angezeigt, ja. Ich frage nochmal die Karten, was hat es denn hier mit dem Sarg, mit dem Ende zu tun nochmal? Was hat es denn hier nochmal mit dem Ende zu tun? Ja, das sollten positive Veränderungen in eine Sache kommen, aber auch hier so ein Neuanfang, ja. Aber irgendwie geht da heute was schief. Und das, ja, da kommt auch hier eine Nachricht rein, eine Nachrichtenkommunikation heute. Ja, es kann bezüglich auch eines Umzugs nochmal betreffen, einer Reise, das könnte auch nochmal sein, ja. Auf jeden Fall sollten da positive Veränderungen hier reinkommen, aber die Störche zeigen mir auch an, das wartet jetzt noch so ein bisschen auf sich. Diese positiven Veränderungen werden aber auf jeden Fall hier kommen. Du sollst halt nur so ein bisschen aufpassen, dass man dich hier nicht täuschen möchte, ja. Dass da heute nicht jemand kommt, der dich hier täuschen oder enttäuschen möchte. Für den einen oder anderen kann das jetzt wirklich wichtig sein. Vielleicht wartest du heute irgendwie auf jemanden, vielleicht von der Behörde oder auf jemanden oder Besuch oder irgendjemand wollte dir vielleicht helfen und da sollst du heute so ein bisschen drauf achten und genau drauf hören, was dir diese Person sagt. Ja, genau. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch die Botschaft für heute. Und zwar ist das die Karte der Elfen, Feen und Zwerge. Und da steht, ich höre die Melodie der Elfen. In den dunkelsten Tagen des Winters kommen die Feen, Elfen und Zwerge sehr nah. Diese Andersweltlichen sind Ausdruck des Erdbewusstseins, welches dich ständig begleitet, behütet und beschützt. Sie schicken dir unentwegt unscheinbare Zeichen. Du entdeckst sie überall in der Natur, lade sie zu einem gemeinsamen Mahl ein. Breite eine weiße Decke aus, verteile darauf auch Teller und Besteck für deine Gäste. Am liebsten naschen sie die unsichtbare Energie aus Graupenmus, Früchten und Nüssen. Lieblingsspeise der Zwerge. 250 Gramm Gerstengrauben mit 50 Gramm Butter über Nacht eingeweichten Dürrzwetschgen und 1 Liter Wasser aufkochen. Danach 45 Minuten köcheln lassen. Nach dem Kochen eingeriebenen Apfel und 2 Esslöffel Blütenpollen untermischen. Ja, das ist ja heute sehr, sehr interessant, diese Karte. Okay, meine Lieben, damit wünsche ich euch einen wundervollen Freitag, einen wundervollen 30.12. Und wir hören uns später nochmal zum Wochenendorakel. Und für alle die, die mich nicht nochmal hören für dieses Jahr, denen wünsche ich auf jeden Fall hier einen ganz, ganz guten, tollen, gigantischen Rutsch in das neue Jahr 2023. Und bedenkt bitte, wer hier gern mit dabei sein möchte, wer dieses persönliche Kartenlegung, also diese persönliche Kartenlegung bei mir noch gewinnen möchte, kann unter meinen Tagesorakeln hier kommentieren. Okay, ihr Lieben, ciao.